Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Hitler mit dem Christian, dem Hitler, Mikkel, dem Brammen, dem Dalu, dem Jay, dem Sebastian und mir, dem Peter. Peter! Und wer was ist, das seht ihr sofort. Die, die das nicht sehen wollen, bitte wegschauen. In 3, 2, 1, jetzt. Peter ist liberal, der Christian ist liberal, der Mikkel ist liberal. Ich bin noch so geflasht von der letzten Runde. Ich bin einfach völlig ist liberal, der Jay ist liberal und Kessemack ist liberal. Alle sind liberal. Es wäre voll geil, wenn das mal so ein Bug wäre und alle liberalen Karten ziehen und das dann. Man so trotzdem verliert. Ja. Und die Faschisten gewinnen. Man freut sich am Ende keiner. Okay, das dürfte eigentlich genug Zeit gewesen sein. Ich würde aber Mikkels Siegesquote wieder senken. Ihr könnt wieder schauen. Ja, so, und das, aber so muss es sein dann. Yay! Oh. Zapfakt an! Oh, die AfD darf anfangen, alles klar. Und ich wähle Peter den Zurecht von der letzten Runde, ey. Das finde ich verdächtig. Ja, Alternative für Dullis, ey. Schieben sich die Sachen schon zu. Ja. Guck mal, Sepp macht sogar, das wird. So, hier haben wir alle. Ja, nächste, halt den nächsten wählen, vernünftig. Ja, genau. Also, ja. Sonst weiß ich nicht, aber. Zumindest jetzt ja, nichts, wo ich sagen würde, sehen, das ist Sonder. Aber bei Querbeet verliert man dann irgendwann den Überblick. Drei blaue gezogen, oder was? Drei blaue, oder was? Ja, hört es sich zumindest so an. Ja, weil sonst, das ist recht selten. Ich weiß aber nicht, ob das so gut wäre. Oh, nee, das ist ziemlich scheiße, wenn zwei blaue direkt raus. Sagt ja überhaupt nichts aus. Es sind nicht drei blaue. Peter, tut mir total leid, aber ich habe drei rote gezogen. Selbst das ist ja nicht schlimm. Also, ja, ihr habt es gehört von Sebastian. Was war denn das jetzt? Wie kann man denn in der ersten Runde, hatten wir das schon mal, dass in der ersten Runde keine blaue gelegt wurde? Ja, doch, öfter. Okay. Dann, ich glaube, in der ersten wenn natürlich, weißt du, wenn direkt die Faschos beide. Wissen, die Faschos haben sich gerade so, direkt oder? Schon hier Kanzler und Präsidenten schon mal eine rote rausgehauen. Er hat erst zwei blaue umgedeckt und dachte, dass wir dabei gar nicht. Aber so nicht. Ja, also, du kannst dich doch gerne zum Präsidenten machen. Aber. So, ich muss jetzt tatsächlich Nein wählen. Warum? Weil ja, das schon. Ich weiß halt das nicht. Ich kann ja auch tatsächlich verarscht haben. Wie bei Peter. Sepp hat selber gesagt, dass ich zwei rote bekomme. Ja, das ist dasselbe wie bei Sepp letztes Mal. Tut mir leid. Wow. Da muss ich Nein drücken. Wollt ihr mich veralbern? Aber ich weiß doch, was ich bin. Ja, ich weiß halt. Als Präsi kannst du das ja auch gerne handeln. Tut mir leid, aber du darfst jetzt auch gerne wieder wählen. Aber Peter könnte ja auch verarscht haben mit mir. Das sind beide rot. Oh, Sepp hat mich direkt hier in die Scheiße geritten. Das Previous Selected. Tut mir leid. Das war so. Weißt du, Sepp hast du am Ende aber trotzdem geglaubt. Ich glaube, Jay ist wieder Hitler. Ja, am Ende. Jay ist wieder Hitler. Kann er nicht anders sein. Wieder Hitler. Confirmed. Tötet mich. Ja, ist okay. Okay. Alles klar, Jay wird getötet. Wollen wir dann nachher wieder 20 Minuten drüber diskutieren? Shotgun. Shotgun. Okay. Mit Shotgun bitte. Ja, Shotgun. Wenn nichts mehr von mir übrig bleibt. Das ist der schlimmste Start, den man haben kann, wenn man selber liberal ist. Vor allem, wenn man Bram und Jay im Team hat, die einem direkt. Sollen wir den Start noch ein bisschen besser machen? Mikkel, willst du von den beiden Karten eine haben? Also, nee, komm. Ich will dir nichts Böses, Sepp, aber du musst doch verstehen. Ja, ich verstehe das, aber ich finde das halt für mich auch so mega kacke. Ja, das tut mir leid. Vor allen Dingen aus unserer Perspektive, falls Sepp tatsächlich auch liberal sein soll, weiß ich, dass jetzt sofort anfangen, Leute sich das hin und her zu schieben. 1, 2, 3, 4, 5 Leute, wovon 3 Leute böse sind. Nein, wenn 3 kannst du ja zum Beispiel auch gar nicht wissen. Wenn Sepp auch liberal ist, habe ich vorher gesagt. Aber vielleicht seid ihr beide auch Fascho. Vielleicht. Genauso und vielleicht. Im Moment, dass die Fascho ist. Und du einfach nur ein Opfer bist, Peter. Das kann ja alles wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich bin ich ein Opfer. Wenn jetzt gleich die alles, Faschos alles gewinnen, sein. Dann bin ich ein Riesenopfer. Okay, das ist schon mal gut. Schon mal eine Liberale. Ja, ich hätte gern die rote gelegt, aber ich musste die blaue legen. Oh, du musst eine blaue legen. Das spricht ja schon mal für Christian. Musst du eine blaue legen. Spricht halt für Christian. Ja, okay, spricht ein bisschen was für Christian. Also ich habe zwei blaue und rote gezogen, eine rote abgelegt, Mikkel hatte zwei blaue. Ich weiß gar nicht, ob ich. Warum lässt du ihm nicht die Wahl, wenn du auf jeden Fall liberal bist? Hättest du ja wenigstens prüfen können. Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal ausgeglichen. Sehe ich genauso.
Und das hat Bram letzte Runde ja auch so gesagt, dass er das für die bessere Taktik hält. Ja, aber ich sehe den Punkt tatsächlich da drin, dass, wenn das Spiel länger dauert, die Liberalen es echt schwerer haben. Deswegen wäre tatsächlich ganz gut da. Ich nehme mal das Präsidentendings hier, ne? Zeig ich zu. Aber dann ist ja schon mal eine blaue mehr. Snackt ihr das mal. Ja, die wäre ja eh weg gewesen. Vielleicht aber noch eine nur fürs Notizset. Ach so, ja. Jetzt prüft doch Peter oder mich, oder nicht? Was kommt denn jetzt hier? Ja, oder ihr müsst auch prüfen. Und ich weiß nicht, von den drei wissen wir eigentlich noch gar nichts. Ja, mach doch einfach weiter. Ja, so wie immer. Ist doch 1-1. Ja, mach doch einfach Bram. So, jetzt 1-1. Ja, Peter und ich gucken voll in die Röhre hier. Das ist korrekt. Aber so, solange der Blaue kommt, ist das mal okay. Ja, dann ist mir das auch egal. Aber ich weiß schon mal, dass ich liberal bin und dann möchte ich daran ja auch teilhaben. Ja. Hast du doch. Du gewinnst doch auch, wenn da nur Blaue liegen. Ja, aber ich glaube nicht, dass da jetzt halt gleich nur Blaue liegen, weil wenn ich liberal bin und, ne? Ja, dann wollen wir das nicht mehr abziehen. Es kann eigentlich halt nicht sein, als dass jetzt eine Rote kommt von Mikkel, weil er halt drei Rote ziehen wird. Oh je. Warum das denn? Nee, glaube nicht. Ja, weil da schon zwei Blaue wechseln. Ach nee, Moment, das stimmt. Ihr habt ja noch alle da. Vielleicht weggesetzt, stimmt da. Er ist Quatsch. Er war Quatsch. Ja, Jay wollte schon mal die beiden in Schutz nehmen. Das macht mich ganz schön. Das ist ein bisschen komisch. Also, mach dich dann wuschig. Ja, Mikkel, was sagst du denn in Verteidigung? Oh. Ja, ich hab drei Rote gezogen. Was sagst du denn zu deiner? Achso. Gar nichts, weil er drei Rote gezogen hat. Ja, Bram, du bist jetzt genauso raus wie ich. Ja, ich weiß. Und Mikkel. Ja. Wir sind jetzt eigentlich nur noch Dalu, Jay und Christian. Okay. Ja, absolut korrekt. Nice. Cool. Das ist ja richtig sexuell. Du darfst jemanden prüfen. Ja, ich würde jetzt Sepp oder Peter nehmen. Ja, nimm mich. Mikkel hat zwei Rote gelegt. Mir egal. Ja, ist mir egal. Aber Mikkel hat zwei Rote. Nimm Sepp. Nein, warte, Peter. Warte mal. Kann man dem denn überhaupt trauen? Kann man Mikkel trauen? Kann man Peter oder Sepp trauen? Hat zwei Rote gelegt. Nee, das stimmt gar nicht. Mikkel, ich hab dir voll Unrecht getan. Warum schreist du eigentlich nicht? Du hast eine blaue gelegt. Wie hast du blaue? Ja, aber ich musste doch eine blaue legen, also. Ja, das stimmt, aber ich habe. Was ist, wenn er einen checkst, der noch, also, du wärst an der anderen roten auch beteiligt gewesen, das war. Nee, damit habe ich nichts zu tun und da daran Sepp und Peter beteiligt waren. Ja, ist das sinnvoll. Liegt es da nahe? Ich kann natürlich jetzt auch so einen Schuss ins Blaue machen, aber. Das wollen wir alle nicht. Ins Blaue! Komm schon! Ja, Sepp, gib mal her. Nein, nicht Sepp! Ah! Peter, das ist doch viel besser. Sepp ist schon tatsächlich besser als du, Peter. Du bist Party-Member, ne? Ja, außer du bist Hitler, dann gib mir mal. Aber wenn Sepp jetzt tatsächlich Faschist ist, dann wäre das. Wieso bin ich denn jetzt auf einmal Faschist? Mikkel sagt ja, ich bin liberal. Nee, Sepp, du bist ein Fascho. Okay, dann ist Mikkel Fascho. Nee, Sepp ist auf jeden Fall Fascho. Bei Mikkel ist das immer so schwer. Also Mikkel ist damit Fascho. Nee, Sepp ist. Mikkel ist damit Fascho und Mikkel hat nämlich dann quasi eine blaue abgelegt. Egal, einer von beiden, so unabhängig davon, einer von beiden lügt und gut ist. Genau, und der Einzige, der safe ist, ist der. Ich vermute, oder? Also, Peter ist warum auch Bram? Weil der zwei blaue weitergeleitet hat. Ja. Und ich nach dem Prinzip jetzt durchspielen werde. Ich würde aber dann auch gerne safe bleiben, auch wenn ich jetzt da eine rote hinlegen muss. Wenn du eine hin musst. Ich finde das ganze Prinzip sowieso das halt schwierig. Ich musste ja selber auch eine da hinlegen. Hast du nicht so, was jeder so spielen muss, wie ich das gerne hätte. Ja. Wobei das natürlich schon für mich zu begrüßen ist, aber. Wen wollte Mikkel vorhin wählen? Wollte Mikkel direkt Bram wählen oder wollte Mikkel auch. Mikkel wollte erst Jay wählen. Nee, ich hab hier. Nee, Peter, das stimmt. Ich hab hier rumgedreht. Ja, und Jay hat aber direkt Mikkel in Schutz genommen, von wegen, da muss jetzt eine rote kommen und so. Ja, das möchte ich nur mal kurz gesagt haben, damit er da mal drüber nachdenkt. Nimmst du jetzt Sepp in Schutz gerade? Also Jay hat gerade. Über Sepp habe ich überhaupt nicht geredet. Jay hat damit. Doch, du schlägst dich gerade auf seine Seite. Das finde ich interessant. Das ist ein guter Punkt. Ich habe einfach falsch nachgedacht. Das finde ich gut, Peter. Ist das relevant für die Wahl für Christian? Nein, überhaupt nicht. Okay. Aber es ist trotzdem spannend. Das finde ich einen guten Aspekt, Peter. Super Aspekt. Weil Mikkel ist ja auf jeden Fall Fascho. Ich glaube, also. Ja, ich weiß nicht. Ich habe im Gegensatz zu allen anderen habe ich hier eine blaue Karte. Ja, aber wir können doch erstmal. Du hattest keine Wahl, Mikkel. Ja, das macht nichts. Ich habe eine blaue Karte gelegt. Entweder wir können doch erstmal beide rauslassen. Entweder ist auf jeden Fall Mikkel oder Sepp Fascho. Das steht ja fest. Ja, das ist ja wohl eindeutig. Das würde Fascho bedeuten, ist, dass zumindest Peter schon reingewaschener ist als sonst. Ja, natürlich. Weil ich nämlich liberal bin und Peter zwei Rote gegeben habe. Ja. Guck, das ist schon mal gut. Was wurde weggelegt? Und Bram und Mikkel. Zwei Rote sind weggelegt worden, eine blaue liegt da jetzt. Alles klar. Okay.
Das ist korrekt. Guck, meine Brows sind da vorne in der Ecke. Können wir noch keine Gedanken zu äußern, wer vielleicht jetzt Hitler ist? Als erstes gesagt hätte ich jetzt, dann hätte ich Peter gewählt, aber. Ja. Was meinst du, Bram? Ich bin raus. Weil ich Jay von dir wissen wir ja noch nicht, das weiß ja selbst. Und Peter ist ja jetzt dadurch, das Problem, das Problem mit halt hast du, wenn Mikkel Fascho ist, dann ist irgendwie Jay, glaube ich, auch einer. Wenn Sepp ist, dann weiß ich noch nicht, wer das ist. Ja, aber dann ist ja Peter keiner. Ich bin ja nicht Fascho. Dann ist Peter entweder liberal oder Hitler. Ja, aber dann kann man ihn jetzt ja noch wählen. Wenn ich eine blaue bekomme, lege ich eine blaue. Könnten wir nicht Sepp oder Mikkel confirmen, indem wir den jetzt zum Kanzler aussprechen und dann gucken, was da gelegt wird? Vergiss aber nicht, dass schon relativ viele Blaue auch raus sind. Es liegt auch schon viel Rot. Das ist die letzte Dreierrunde. Ah, okay. Ich würde lieber Peter sagen. Das heißt, es kommen jetzt wieder drei Rote für Peter. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Rote kommt, ist relativ hoch. Es ist okay für mich, ich will nicht gewählt werden. Ich hab keinen Bock, dass ich jetzt noch verdächtiger werde. Ja, aber im Moment, von dir wissen wir doch noch gar nichts. Ich bin doch hier schon der ultimative Fascho. Jay hat einen dummen Kommentar gemacht und da ich weiß, dass Mikkel Fascho ist, ist halt Sepp. Jay mit einem Sepp. Dummen Kommentar halt anekdotisch. Ja, das ist schon. In dem Fall glaube ich, ich bin jetzt Peter, aber ich glaube, diese Runde Mikkel ist Fascho. Mikkel ist auf jeden Fall Fascho. Ich bin doch kein Fascho. Warum denn bin ich jetzt davon auch stark Fascho? Der hat das letztens auch schon mal probiert. Beim Überprüfen von jemand anderem. Also ich stelle mal immer halt ja. Mikkel, du hast mich halt in die Scheiße geritten. Dalu, du glaubst, dass Mikkel liberal ist? Ich glaube, dass Mikkel lügt. Mikkel lügt auf jeden Fall. Okay. Scheiße, dann weiß ich, sonst hätte ich gedacht, dass du vielleicht der Dritte im Bunde bist. Ja, du hast auf jeden Fall eine zweite Chance verdient. So, das ist, ja, dann haben wir noch genug Karten. Wir haben noch genug Karten. Ah, das ist auch eine blaue bestimmt bei. Jetzt darf ich nichts mehr sagen. Hast du schon drei gezogen? Sind ja zwei blaue dabei. Fünf. Hallo? Meinst du, wie dumm du gucken würdest, wenn jetzt eine grüne Karte kommt? Die Pizza mit grüner Karte. Nein, das ist die Joker-Karte, die kannst du legen, wo du willst. So, Peter. Mann, ja, Moment, dann bist du violett. Ich hab zwei rote gekriegt. Dalu? Ja, es waren drei. Ja, ist ja normal. Wie viele Dreierrunden haben wir diese Runde denn? Ach, scheiße. Moment. Nein, es wird gemischt, das ist kacke. Nein, nicht alle. Zwei wurden abgelegt, das heißt, die werden. War es denn wirklich so wahrscheinlich, dass drei rote kommen können? Weil es waren doch noch fünf Karten da. Also ich habe eine blaue abgelegt. Ja, eben. Eine, ja. Und vielleicht hat Sepp ja das auch gemacht. Ich habe keine abgelegt, du. Oder Mikkel. Oder Mikkel. Jay. Ich darf ja den nächsten Präsidenten bestimmen. Und egal, also jetzt unabhängig, ob die schon waren oder nicht, weil es ja außer, nehme ich wieder Bram. Cool, dann will ich Chris. Ja. Das finde ich super. Das finde ich super. Ja, oh, nice. Moment. Wir ziehen das jetzt durch. Stopp. Nee, Jay. Hallo, guck doch mal auf die Roten. Ah, lol. Ja. Ihr Vollidioten. Moment, da haben aber schon viele gelegt. Ich hab sie noch nicht. Alter, ihr seid so dumm. Ich bin kein Hitler, Jay. Ja, aber Bram trau ich. Ich auch. Ich auch. Muss ja. Ich auch. Alles. Ach, mach, was ihr wollt. Nein, dann trau ich jetzt auch. Dann reißen wir uns alle in die Scheiße. Nein, da sind wir dabei. Blau. Ist okay, yeah, wir halten uns alle in die Scheiße. Was? Bist du Hitler? Nein, ich bin Hitler. Ich bin erschrocken, ey. Alles so gut. So ein Yay, worüber man sich nicht mal freuen kann, weil die Runde so einfach war. Yay, das war ja nix. Nein, ich bin nicht Hitler. Ich wollte das nur mal kurz benennen. Nein, das macht's gut. Ram ist der Gute. Weißt du, alle legen blind da schön die Ja's. Nee, Chris kann man vertrauen. Das war ja auch richtig, Jay. Und Spaß, Chris und ich haben jetzt so mega viele Ja's gelesen. Ja, dann hätte ich halt auch als Hitler gespielt. Der Bram ist der Gute, der Bram hat mir eine rote und eine blaue gegeben. Schön. Bram und Chris sind einmal noch safe. Definitiv. Schön. Ach ja, und wer ist denn jetzt dann? Würde bedeuten, voll geil, Bram, wenn du jetzt Hitler bist und ich dich dann gleich zum Kanzler mache. Wäre ganz schön klug von mir, wa? Ja, das wäre ganz schön klug. Und vor allem, weil ich das jetzt auch noch so gesagt habe. Ja, Jay, aber das wenn du liberal bist, auf jeden Fall nicht Mikkel oder Sepp, weil einer ja lügt. Sepp lügt. Ihr würdet jetzt eh Nein wählen. Das ist voll egal, also, ob ich jetzt hier Sepp nehme oder Peter oder Mikkel darf ich sowieso nicht nehmen. Dalu, keine Ahnung. Dann überleg dir, warte mal, wer wird denn als nächster Präsident? Sepp. Also mein Tipp ist, Mikkel, danach Jay, Peter, Dalu sind die drei Bösen. Dann wähl doch jetzt. Ach, nee, Mikkel, mein Jay, mein Tipp Dalu ist auch Mikkel sind die drei und Jay. Eigentlich ja, Dalu nicht unbedingt, aber Mikkel und Jay. Jay, du kannst so oft nicht Nein wählen, Chris. Du kannst so oft nicht Nein wählen. Wer ist Hitler? Ja, eben. Das Problem ist, irgendwann muss ja eine Wahl mal durchkommen, weil sonst geht das Kanzlerding bei mir ja nie weg.
Oder bei Bram das Präsidentending. Also Chris, Bram, doch, safe, ich spiele da mit, aber wer ist der Vierte? Einer muss irgendwann mal. Irgendeiner muss noch der Hitler sein. Von euch Freundchen. Ja, vielleicht bist du auch Hitler. Ja, Mikkel wahrscheinlich. Nee, Mikkel spielt den aggressivsten Hitler-EU-West. Ich glaube. Nee, das Blitzkrieg ist, nennt man die Taktik. Wenn du nicht Hitler wärst, dann würdest du dich einfach selber zum Kanzler machen. Ja. Ja. Stimmt, wir Mikkel. Alles in allem müsste, wenn ich mich ich würde gar nicht und dann töte ich und dann töte ich und dann töte ich Mikkel Wahl überspringen mit der, und dann töte ich Mikkel wenn der Rotlicht mit der Überlegung, dass Hitler ja normalerweise wie ein Liberaler spielt, würde ich jetzt tatsächlich niemanden zum Kanzler wählen als ja, der schon eine blaue gelegt hat und bisher mehr getan hat. Pass auf, wenn jetzt jemand, Mikkel eine rote legt, ja, dann töte ich Mikkel. Und wenn der blaue legt, ist für mich Sepp Fascho. So, erwischt du tatsächlich, oder? Nicht, weil dann würde ich Mikkel auf jeden Fall glauben. Ich, die Wahl, die ihr jetzt macht, kann ich unmöglich mit ja. Ich bin der Meinung, dass ihr beide die Bösen seid, als wenn ich jetzt hier ja wählen kann. So, ja, dann ist es ja egal, wen ich wähle. Für Peter und mich. Ne, Mikkel und Sepp kannst du nicht wählen, weil einer böse ist. Das Problem ist, wem vertraue ich denn als nächstes Prisi zu sein, damit der mich nicht abschießt? Ja, komm, Bram, entscheid du. Ich, vertraue beispielsweise Sepp mehr als Jay. Ich vertraue Sepp, Bram, Christian und mir. Gott sei Dank muss ich das nicht entscheiden. Bin ich auch. Deshalb. Wenn Jay liberal ist. Jay lassen wir doch gar nicht als Präsidenten zu. Das geht gar nicht. Es geht gar nicht. Jay kann nicht liberal. Oder? Der ist auch nicht liberal. Ja, gut, keine Ahnung, vielleicht. Ja. Aber der ist auf jeden Fall Peter mit Mikkel so ein bisschen annektiert. So, jetzt stellt sich die große Frage. Aber Peter der kann dann töten. Nimm Ram, nein. Ich will Peter oder, keine Ahnung, irgendeinen Liberalen halt. Dann kommt ja, gut, okay, aber pass auf. Ich mein, du aber Peter ist doch liberal, oder was? Du sagst jetzt zwar nein, ja, dann ist ja nächste Runde Mikkel, Sepp was? Ist dann Prisi. Aber ich bin ja fast ja. Von Sepp würde ich mich wählen lassen. Ach so. Okay. Okay. Aber Mikkel hat selbst also, als Fascho beschuldigt. Also, entweder ja, sind, glaube, ganz Mikkel klar, entweder sind Mikkel oder ich ein Team, Mikkel oder ich oder gegen Sepp und Peter. Ja, also das ist so vor Kopf sitzt. Also einer von uns ist halt das Fascho-Team. Das ist wieder so eine Situation, wo Mikkel sich einfach nicht wehrt. Und nein, Mikkel ist auf jeden Fall Fascho. Am Ende doch wieder so rauskommt, so, oh, Mikkel hat doch nicht gelogen. Ja, das glaube ich nicht. Hatten wir schon so oft an diesem Scheiß-Tisch. Das hatten wir tatsächlich schon ein paar Mal, weißt du? Das ist echt schwierig. Guck mal, allein die Tatsache, dass ich jetzt mit Nein werde, ja, zeigt dir eigentlich schon, ich kann auf keinen Fall Hitler sein. Gut, dann alles klar. Ja, nee, weil bin ich jetzt auch dann bin ich jetzt liberal, ja? Nee, Peter. Weil ich Nein gewählt habe, Peter, oder was? Dass ich nicht Hitler sein kann, habe ich gar nicht gesagt, dass ich nicht Fascho sein kann. Ich glaube, du könntest aber. Wow, dann ist doch einfach, du bist einfach immer noch genau. Ja, richtig. Wow, Peter. Was? Ja, du kannst doch jetzt, wenn jetzt natürlich die Wahl kommt, ne, dann würden natürlich alle Ja machen. Gerade als du mich gewählt hast, wenn ich anders gespielt hätte, hätte die Wahl auch zustande kommen können. Leute, Sepp könnte mich wählen, wenn ich eine rote lege und er mich erschießt, dann wisst ihr, dass Mikkel aber euer Liberaler ist und dann spielt ihr drei zu Ende. Ne, Mikkel ist da auf jeden Fall Fascho. Also, aber Jay war doch gerade Präsident. Mikkel ist aber ich finde das auf gar nicht falsch. Jay ist mal gewählt worden. Dalu, Pete. Was hältst du davon, Bram? Dalu, Dalu, Pete. Bram, die versuchen mich gerade mega auf deine Seite zu ziehen. Ich bin gerade vorne weggekommen. Also, wenn Sepp jetzt Peter wählt, dann nehme ich Nein. Nein, Sepp muss mich wählen. Und wenn ich eine Runde legen muss und er mich erschießt, dann wissen wir, dass Mikkel liberal ist. Ja. Das stimmt. Wobei, Sepp vertraue ich, wenn einer jemanden also erschießen soll. Also ich werde mit Sicherheit Peter, nicht, Peter, dann eigentlich Peter, am liebsten Peter, Christian Peter. Oder Bram, wenn ich ganz ehrlich Peter, bin. Peter, der geht Mikkel, ja nicht. Mikkel ist Fascho, Jay ist Fascho. Ja, das Jay, Peter, was hat Sepp bisher getan, dass du ihn traust? Sepp, lass uns das machen. Ich traue dir wissen einfach nicht, beide, Mikkel. Die wissen beide, dass sie Fascho sind. Das heißt, wir sind beide Fascho und keiner von den beiden ist Hitler. Oh, entschuldige, Oscar ist es nicht wert heute. Was ist, wenn wir das machen? Keiner von den beiden ist Hitler. Wir müssen Mikkel oder Sepp halt proven, dann haben wir nämlich drei Leute, die spielen können. Und dann ist der vierte egal, dann beenden wir es mit den dreien. Sepp wählt mich und dann entscheiden wir, ob Mikkel dadurch liberal ist. Dalukat ist, glaube ich, Hitler. Ja, dann wählen wir ihn anders, aber Hauptsache. Nee, das geht nicht. Ich kann nur Peter. Ich glaube eher, dass Peter Hitler ist. Chris und Bram haben beide schon Schild da liegen. Genau, ich kann nur Peter das oder dich das, wählen. Das war ja das, was ich eben sagte. Ja, okay, alles klar. Irgendwann ja. Muss eine Kanzlerwahl durch. Ja, dann nimm doch Mikkel. Der ist, glaube ich, zwar Fascho, aber bestimmt kein Hitler.
Warum sollte er dann Sepp als Fascho beschuldigen? Aber dann weiß ich ja immer noch nicht, wen ich töten soll. Weil eine Wahl zwischen Sepp und Mikkel ist Quatsch. Das also ich will auch nicht Sepp jetzt an die Waffe lassen. Eigentlich eine Wahl zwischen den beiden nicht Quatsch, weil die sind auf jeden Fall nicht im gleichen Team. Nee, ja, gut, dann müssen wir Nein machen. Nee, dann müssen wir Ja machen. Außer Mikkel wäre Hitler. Mikkel ist nicht Hitler. Das glaube ich nicht. Wenn Mikkel nämlich eine blaue legt, ist cool. Wenn Mikkel eine rote legt, ja, dann macht Sepp Mikkel weg. Richtig. Ja, und Sepp wurde doch von Mikkel zumindest gelogen oder offensichtlich geproved als Fascho. Ja, ja, das stimmt, aber du arbeitest so krass mit Mikkel zusammen und Mikkel schauspielert diese Runde so schlecht, dass ihr raus seid. Ich bin komplett auf Brams Seite. Gut, also wir wählen jetzt Mikkel. Jawohl. Also ist halt die safeste Variante, weil er nicht Hitler ist. Christian, wählen wir Mikkel? Wir wissen. Was? Es ist nicht hundertprozentig auszuschließen. Das ist nicht auszuschließen. Ja, keiner spielt Hitler so. Ich würde tatsächlich eine Wahl zwischen Peter und Sepp zulassen, wenn Peter der Präsident ist. Guck mal. Jay wechselt auch seine Meinung. Nein, ich habe die ganze Zeit gesagt, Peter ist meiner Meinung nach gerade Hitler. Mikkel könnte als Hitler aber Sepp an den Pranger gestellt haben, um selber safe. Das ist ne. Nur. Glaube ich nicht. Peter möchte gewählt werden als Kanzler. Christian, sag mal deine Meinung kurz. Peter möchte gewählt werden. Ich würde gar nicht. Ich möchte, dass er Mikkel wählt. Mikkel oder Peter. Das finde ich halt seltsam. Du hast ebenso Stress mit Mikkel gehabt, weil Mikkel dich als Fascho bezeichnet hat, egal ob es gelogen ist oder nicht. Ja? Möchtest du den jetzt trotzdem zum Kanzler? Ja, das ist doch das Beste, weil also dann ist weil ich ihn dann halt töten kann. Richtig. Ja, du kannst doch wobei, jeden ganz ehrlich, wie er mich einfach umbringen will. Aber eine Sache ganz kurz. Ja, gehen wir davon aus, dass Mikkel liberaler ist, aber der zwei Rote kriegt, muss eine Rote legen. Dann killt Sepp, Chris oder mich. Ja, Sepp kann aber auch dann den Liberalen. Ja, gut, ist egal, aber Sepp kann. Ganz ehrlich, was ist die Alternative? Ich kill auf jeden Fall Mikkel. Die Alternative ist, wir wählen egal wen nicht und wählen dann meinetwegen den Peter Sepp. Ich dachte, wir haben uns am Anfang darauf geeinigt, dass wir auf jeden Fall Jay killen. Ja, gut, wir können auch Jay killen, weil Jay nämlich im gleichen Team ist wie Mikkel, das ist mir egal. Wir können von mir aus auch noch eine Runde überspringen. Oh, Moment, ist Sepp vielleicht nicht. Nee. Das ändert gar nichts. Ich bin für. Du bist Hitler, Peter. Ja, deswegen ist doch gut, Sepp. Deswegen möchte ich. Dalu könnte Hitler sein. Es ist sowieso sein, Nein. Ich würde so oder so Nein ich machen. Peter ist Hitler. Ich bin nicht Hitler. Jay labert Bullshit, weil ich die ganze Zeit Mikkel und Jay beschuldige. Ja, okay, wenn du nicht Hitler bist, können wir das nicht wählen. Quatsch. Wir hätten ja, das können von mir aus am Anfang gesagt haben, Sepp, du hättest mich wählen müssen und wenn halt eine Rode kommt, dann. Ich trau dir halt nicht genug, Dalu. Du könntest auch Hitler sein. Richtig. Ja. Und du willst. Wer hat eigentlich mit einer blaue gelegt? Hast du nur einer an Mikkel gelegt? Du willst zu sehr gewählt werden. Aber der hatte keine Wahl. Ja, aber das würde er ja eben nicht machen aus der. Der hatte keine Wahl. Ja, Gott sei Dank, sonst wäre schon euer Tod. Vielleicht. Also ich bin kein Hitler. Aber ich wäre trotzdem eher für Mikkel in der Wahl. Weil das eigentlich Bullshit ist, weißt du, wenn du mich willst, kriegst du wenigstens noch eine blaue Karte. Wobei, dann kannst du keine. Es ist vollkommen egal, wir sollten Nein machen. Ja, wann würdest du denn anfangen, Ja zu stimmen? Immer wenn noch, ich dann wenn Sepp wähle oder was? Sepp will so im Ja machen, ja, aber Mikkel. Das kann ja auch sein, dass Sepp Hitler ist, theoretisch. Nee, das nein, da gehe ich aber nicht von aus. Dafür spielt er viel zu aggressiv. Genauso wie Mikkel. Und Mikkel ist halt auch nicht Hitler. Wieso bin ich nicht Hitler? Weil du aggressiv spielst, weil du hast zu mir gesagt, Peter, ich bin Fascho. Und ich bin liberal, das wird doch kein Hitler wenn machen. Mikkel, warum? Wenn Mikkel würde er die Membership ja sehen, das würde bedeuten, dass Sepp ja dann Faschist ist. Das bedeutet ja gar nicht, dass er dann Faschist ist, sondern er könnte ja tatsächlich auch Hitler sein. Ja, theoretisch. Ja, natürlich könnte ja, aber ich auch Hitler sein. Aber ich glaube halt Mikkel nicht, gefühlt zumindest. Mikkel ist auch ein scheiß Fascho. Ja, dann Mikkel ist nicht super Mikkel. Schwer zu deuten. Ist das ein 9er Würfel? Ja, ne? Ich will, wie gesagt, Nein machen. Ich habe ja eh schon gewählt. Mein Kreuzchen steht schon per Briefwahl. Hey Dennis, was sagst du? Mikkel oder Peter? Das ist Gott sei Dank deine Entscheidung, Sebastian. Ich verstehe nicht, warum zwischen den beiden. Weil ich bin ganz ehrlich, ich würde zweimal Nein wählen und Christian als Präsident den nächsten Kanzler bestimmen lassen. Kann ich ja nicht, bin Kanzler gewesen. Nee, ja, doch, er kann aber Präsident wählen. Ja, aber Präsident, aber dann darf er trotzdem aber dann nicht kommt wählen. Random ich hätte trotzdem Hemmungen, Bram als Kanzler einzusetzen. Ja, mich kannst du auch nicht wählen. Ja, stehen wir wieder vor der gleichen Geige. Das ist eben, total das egal. Das heißt, es müsste sich mal langsam entscheiden, okay, wer ich vertraut.
Nee, ich will nicht, dass Sepp eine oder so, Waffe nein. Geben. Ich will Mikkel einfach. Doch, ich glaube, das ist eine gute blaue Sache. Geben, damit er eine blaue legen kann. Und Jay nicht? Ja, komm, guck Mikkel mal. Ist auf jeden Fall ein Fascho, aber gut. Das Ding mit Mikkel, Hitler ist ein Mikkel ist nicht Hitler. Mikkel ist auf jeden Fall ein Überleg mal, wie Mikkel gespielt hat, hier Sepp direkt zu benutzen. Mikkel ist nicht Hitler, aber ich würde trotzdem Nein machen. Warum? Das macht ja weil keinen Sinn. Weil Sepp und Mikkel nicht zu vertrauen ist. Ja, ich will ja auch nicht, ich glaube, Mikkel, Jay ist das der Aussage gegen Aussage. Jay ist auf jeden Fall bei Mikkel im Team. Nur. Dann hätte ich ja gemacht. Oh, Christian entscheidet. Bram, warum hast du Ja gemacht? Sehr gut. Einfach nur. Weil wir weiterkommen müssen. Ja. Und ich wüsste halt nicht, wen man wählen kann. Ich glaube, dass Jay der vierte Gute ist. Nein, der spielt doch mit Mikkel zusammen. Nee, er hat Nein gewählt. Ja, weil, das hat er vorher hingelegt und weil er nicht möchte, dass ich Mikkel töte. Ich hab von vornherein Nein gesagt, egal wen du wählst. Ja. Weil ich dir nicht genau. Als aber du traust Mikkel, Präsident Jay? Getraut hab. Er traut halt Mikkel und er steht auf Mikkel halt ein. Hätte ich halt ja Team, gemacht. Es gibt halt Team Fascho, das ist entweder Sepp oder Mikkel und Jay. Genau. Weil Jay ist so Mikkels Eier am Sacken, ja. Genau. Bin ich überhaupt gar nicht. Doch. So ja, am Anfang habe ich einen Spruch gemacht, dass er ohne möglicherweise Ende zwei Runden lutscht euch gegenseitig die Eier, ja. Das hätte ich noch nicht mehr. Alter, ich habe nicht einmal mit Jay geredet eigentlich, aber ist gut. Ja, musst du auch nicht, du hast doch den Mund voll. Ich werde das wahrscheinlich auch tun, ich halte das jetzt. Ich bin jetzt dafür, dass Peter Sepp zur Wahl lässt. Ja. 69. Ich auch, tatsächlich. Warum auch immer Jay diese... Das macht mich aber schon wieder stutzig, dass Jay das jetzt gut findet. Er kann nur Hitler sein. Warum denn nicht? Weil ich dir nichts traue. Wieso findest du jetzt die gleiche Idee gut, die ich gut finde? Ja, weil wir vielleicht auf einer Seite sind. Oh Wunder, oh Wunder. Du bist meiner Meinung nach Hitler. Wir dürfen... Moment, und ihr seid auf einer Seite? Das ist Quatsch. Okay, und dann wäre Mikkel der Dritte im Bunde. Da müssen wir Bescheid. Einfach alle zu verarschen. Ich verstehe nicht, warum Peter Sepp wählen will. Das passt irgendwie nicht. Ja, pass auf, ich will Sepp wählen. Also entweder Sepp oder Mikkel. Ich traue nicht, ich glaube, Dalu also könnte Hitler. Also Peter ist entweder liberal oder Dalu. Peter ist liberal oder Hitler. Weil Dalu sich am Anfang sehr schnell auf die Jay-Mikkel-Schiene geschlagen hat. Davon hat er sich mittlerweile wieder entfernt. Weil Mikkel zu Sepp gesagt hat, dass er Fascho ist. Einer muss lügen. Davon war ich so ein Anfang an dabei. Pass auf, was ist, wenn wir mal die Technik oder die Taktik rausfahren, dass sich gegenseitig die Faschos beschuldigen mit Mikkel und Sepp? Ja, habe ich auch schon eingeworfen. Was ist denn mit der Taktik? Never ever. Das wäre dann so eine Jay-Taktik eher. Und dann hättest du ja nur noch... Zwei. Vor allem mit Mikkel. Ja, aber was ist, aber das streut aber Zwist an dem ganzen Tisch, wie ihr merkt. Du kannst aber mit Mikkel so eine Taktik gar nicht fahren, weil Mikkel der so nicht glaubwürdig ist. Mikkel ist zu dumm dafür. Okay. Ist doch egal, was ich erzähle, mir glaubt eh niemand. Ja, echt mal, das ist sowieso dafür. Egal. Gut, wenn ihr das meint. Also, Peter, ich bin nicht Hitler. Ich glaube, dass Mikkel das drauf hätte. Ich trau Sepp. Ja, das ist schön. Da muss ich leider Nein wählen. Gut? Muss ich leider ja wählen. Könnte Hitler sein. Ich bin gut, ja. Jay, warum findest du aber den Hitler Vote an und Sepp ich bin gut? Auch nicht Fascho. Weil ich immer noch glaube, dass Peter der Hitler ist. Das ist doch egal. Ja, aber meinetwegen Fascho, das ist mir egal. Das ist mir egal, weil Sepp. Wenn Peter nicht der Hitler gewesen wäre, hätten wir doch gerade wählen können. Wenn du meinst, dass Peter Hitler ist und Sepp vielleicht Fascho ist, dann bist du ja auch. Sind in einem Team. Ja, und dann weißt du ja, dass Mikkel ja die Wahrheit gesagt hat. Ist ja jetzt der Dritte. Wenn das jetzt nicht zustande kommt, kommt eine Random-Karte. Ja, aber es passiert ja nichts. Es wird keiner erschossen. Ja, aber vielleicht kommt trotzdem eine weitere Rote. Ich bin der Meinung, dass Sepp und ich eine Blaue auf die Beine bekommen und dann Christian die Macht bekommt, eventuell jemanden zu killen. Ich will niemanden killen. Ich will da eine Blaue hinlegen. Killen kannst du eh nicht, selbst wenn Random Rot kommt. Ja, bei Random-Karte. Ja, geht aber nicht. Ich könnte killen, wenn das jetzt die Wahl zustande soll zugelassen kommt. Werden. Nee. So. Boah. Oh fuck. Oh mein Gott, Bram, tut mir leid. Ich habe nicht gesehen, dass du schon gewählt hast. Die Karte ist schon in der Hand gehabt. Und Bram ist dafür, also ich bin dagegen, aber. Okay. Ja, ich bin halt gegen die Random Card. Das ist das geringere Übel einfach gerade. Aber so, Random Card rot wäre, es geht weiter. Ach, warte ausgewählt mal. Ausgewählt rot ist einer Hitler? Stirbt. Nein, sonst hätte ich mich ja schon gefragt. Ja, okay. Habe ich dachte ich mir. Oh, Peter. Ich wunder. Und ich weiß ja, dass ich nicht normal bin. Wie kann das eigentlich sein, dass er noch... Du bist ziemlich sicher, Jay, oder? Wie kann das sein, dass mit Peter? Ich bin mir relativ sicher. Ich leg mich halt immer fest und bin dann und bleib dann auch bei der Meinung. Das ist mein Problem. Aber ist das nicht immer, dass da noch 5 Karten am Ende liegen? Ey, Peter möchte einen töten. Da passt irgendwas nicht. Nein, leg da die blaue hin.
Peter möchte dann töten. Kann mir das mal jemand erklären? Oh, Alter, das Hi. Lachen schon wieder. Das müsste passen. Ja, in schön, 10, danke. 17 Karten hat das Spiel, also glaube ich. Also darf jetzt doch Mikkel als offizieller Karten. Aber normalerweise liegen doch da 5 Karten. Nee, das liegen, also, da liegen 5. Sepp, was Mikkel, hat er dir gegeben? Du kannst dich jetzt nicht mal was mehr rausreden. Dir, Sepp, was hat er dir gegeben? Er hat mir eine blaue und eine rote gegeben. Das ist absolut korrekt. Und Sepp hat die blaue gelegt. Also unter einer Decke. Ja, weil wir nämlich beide liberal sind. Ja, wirklich, voll schrecklich. Darf ich mal kurz fragen, warum 13 Karten im Spiel sind? Hat einer eine zu viel gezogen? Jetzt sind 17 Karten im Spiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus 4, 7, 10 Verdeckte. 7 und 6 sind aber 13. Das heißt, 13 Karten sind bisher gezogen worden. 6 plus 4 sind 10, plus 7 sind 17. Wieso denn 4? Die Karten, die auf dem Tisch liegen, die da liegen. Das sind 7. 7. Und die hier abgelegt wurden, sind 6. Das heißt, es sind 13. Das heißt, einer hat eine Karte zu viel gezogen. Plus 4 sind 17. Hier 6 plus 4. Alter, Jay, du checkst das nicht. Du checkst das nicht. Du ziehst doch immer 3 Karten. Immer. Stimmt, da müssten 5 liegen eigentlich. Ja, aber ist jetzt halt vorbei. Was willst du noch machen, Chris? Also, irgendwer hat denn hier die Liberalen gezockt? Ja, aber Moment, selbst wenn eine zu viel gezogen hat, wo ist sie dann? Wurden 2 abgelegt? Ja, wo ist sie denn dann? Die liegt hier. Das liegen 13 Karten auf dem Tisch. Es werden immer nur 3 gezogen. 13 durch 3 geht nicht. Ja, aber ist doch jetzt wurscht. Weil wie sollen wir das jetzt zurückfallen? Ja, wäre aber scheiße, wenn eine Liberale. Aber kann es nicht durch die erste. Wir haben doch auch neu gemischt und alles. Da eine lag da dann schon. Da bleibt doch eine. Ich bin relativ sicher, dass das 17 Karten wären. Ich wollte da nur darauf hinweisen. Ja, ist aber wichtig. Also, wir fangen jetzt nicht nur an oder so. Also, ich habe eine geheime blaue Karte bei mir gesaved. Dann bin ich zwischendurch jetzt gleich einfach. Normalerweise sollte Christian jetzt Bram wählen. Wenn Bram jetzt Hitler ist, was voll klug wäre, ist, wir machen jetzt einfach 2-mal Nein und ich will Chris. Ja. Dann haben wir die Hitler-Frage auch nicht raus. Ja. Und dann scheiß auf die eine, weil da kommt okay, der keiner. Nicht. Der Meinung bin ich. Wieso ist Chris safe, nicht Hitler oder was? Ja, der war ja, doch das schon. Das haben wir doch schon vorhin gehabt. Ja, wir hatten doch schon, der war doch schon als Kanzler gewählt worden, ob der Hitler ist. Ich bin nicht Hitler. Und ich will dann letzte Runde? Nee, das war nicht. Nee, das war jetzt. Ja, dann ist okay, gerne von mir aus. Ja, dann machen wir halt genauso. Moment, was, ich muss jetzt kurz. Jetzt müssen alle mich wählen. Alle nein. Ja, ich hab. Was machen wir jetzt? Aber hey, was, das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch gerade das erste Mal Sepp gefragt, ob er Hitler ist. Liegen alle. Nee, ich habe vorher Christian schon gefragt. Ah, okay, nee, dann ist er gut. Mikkel hat ja gehört, das ist ja verrückt. Ja, immerhin. Da kam ja dann die zweite blaue Karte daher, Peter. Von Dennis und Bram. Ja, okay, alles cool. Ja, komm, wähl mich nochmal von mir aus. Ja, sowieso nein. So, jetzt drehen wir euch den Faschus in den Saft ab. Ich glaube, ich habe ja gedrückt. Ja, richtig. Oh, ich habe ja gedrückt. Hoch. Jay sieht seinen Sieg schon schwinden. Oh, ja, Mikkel! Ja, so, der ist der dritte im Munde. Das müssen wir noch rausfinden. So, jetzt läuft der Hase nämlich. Oh, Dalu. Jetzt kann ich. Wieso ich? Ja, einer muss ja überbleiben. Entweder Dalu oder Bram. Wobei, Bram Peter. Könnte es anders sein. Sollten jetzt genug Ja-Stimmen liegen, ist auf jeden Fall vorbei. Nee, außer wir kriegen drei Moment, Rote. Warte mal, wenn. Aber ihr habt ja eh alle schon gelegt, also ist egal. Ja. Nicht dahin, Bram, nicht dahin, ich will Bram, gewinnen. Wenn Bram jetzt Fascho wäre, also dann ja, ich habe für, halt hab für drei Blaue gesorgt, ich bin sicher noch Fascho. Aber eventuell bin ich ja Hitler. Nee, was? Du hast doch schon gesagt, dass du kein Hitler bist. Ja, wollte ich doch mal spannend machen. Ja, aber ich wollte das nochmal sagen. What the fuck, Alter, ich hatte das gerade voll den Brainfuck mal gesagt. Give the blue, please. Bram macht das schnell, klar. Das ist gewonnen. Ja, hier, die andere brauche ich gar nicht mehr aufdecken. Ja, ah, geil! Nice. Das war ja, was war denn da los? Kam nicht was zustande. Mikkel und der andere war? Ja, Jay, ne? Jay. Ja, wie ich gesagt habe, von Anfang an, ihr geilen Lutscher. Ein Spruch und das fickt dich bis zum Ende. Ja. Hab ich dich durchschaut, du Lutscher da hinten. Das war total gut, dass Peter Dalu als Hitler. Ich habe bei der Einsage, wo Mikkel Bram gewotet hatte, habe ich lange überlegt, ob ich ja oder nein will. Ich habe mir gedacht, dass Jay und Mikkel jetzt ja wählen und dass dann bei Jay so, ich habe aus Versehen ja gewählt. Und wenn ich das auch gemacht hätte, dann hätte er ja danach nicht, dann hätte ja Mikkel die Entscheidung gehabt und hätte einen erschießen. Was viel klüger wäre, ist, wenn Mikkel am Anfang gesagt hätte, dass Sepp Liberales, genau. Ja. Ja, dann hättest du nicht so viel Credibility verloren, weil du hast so schlecht geschossen. Ja, gemacht. Ich wollte einfach mal mit Dreck um mich schleudern. Ja, du musst aber auch mal probieren. Das Nein, da muss man ja auch mal üben. Man kann ja nicht immer das Gleiche machen. Also. Ja, nee, war schon richtig. Weißt du, sonst, das letzte Mal war ich immer zu unauffällig als Fascho. Na, und jetzt hast du mal rausgehauen, dass alle mit in den Sumpf gezogen sind. Ich meine, Sepp war ja auch eine Zeit lang zumindest nicht trustworthy. Aber Jay, warum wolltest du die ganze Zeit, dass Peter Sepp wählt und nicht Peter mich?
Ja. Weil, war ich ja schon confirmed sozusagen Fascho für die war, musste ich halt versuchen, irgendwie einen anderen neuen Sumpf reinzuziehen. Weil Bram ja, hat halt auch nicht mehr reingeworfen. Bram hat ja auch bei Vildalu so, komm. Ja, das war ja furchtbar. Weißt du, wenn ich jetzt sage, Vildalu, dann hätten die alle gesagt, Dalu. Ich hab gefragt, warum wählen wir denn nicht Dalu? Und dann muss ja erstmal aufgeklärt werden, ja. Und wenn ich dann jetzt natürlich dann für Dalu dann, wie heißt das, die Lanze gebrochen hätte, ja, dann... Ich musste langsam Stress machen, Sepp, weil Chris und Bram komplett safe waren. Ich musste... Das war gut auch. Die vierte Rolle kriegen. Ich hab schlecht gespielt. Drei Karten waren natürlich mega geil. Einen guten Job gemacht, Chris. Hätte da Mikkel nicht schützen dürfen. Jay hat halt die Taktik gefahren, entweder sind es Peter und ich, oder das halt Mikkel und Jay. Tatsächlich muss man aber sagen, das ist jetzt natürlich auch Zufall gewesen, dass man demjenigen nicht die Wahl lässt, Mikkel dazu gezwungen, die Blaue zu legen. Der war verschickt. Deswegen lag da jetzt eine mehr. Hui. Aber dann hättest du ihn ja vorher schon akkreditieren können als Fascho. Ja, das aber dann. Naja, wäre jetzt eine blaue. Eine rote hätte vielleicht trotzdem eine blaue gelegt. Also. Ja, das glaube ich sogar auch, gerade am Anfang. Am ersten Runde. Macht es ja wenig Sinn, da gleich eine rote hinzubrennen. Ja, es gibt ganz schön viele Wege, dieses Spiel zu spielen. Schade, schade, Schokolade. Nächstes Mal wird bestimmt besser. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall. Kann ja nicht immer gut laufen für Jay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und rein. Ciao. Ciao.